Schön, dass wir heute Morgen zu dir kommen durften. Das Projekt My Sport, My Story beschäftigt sich mit Sportlern. Du selber bist ja mittlerweile schon mehrfach Rallye gefahren. Erzähl uns mal davon, bitte. Abgesehen davon, dass natürlich das Sport allgemein immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat und der Motorsport insbesondere, haben wir aber spät angefangen von diesem Enduro-Fahren. Wir kommen eigentlich so klassisch in der Familie mit drei Brüdern aus dem Straßensport beim Motorradfahren. Und wir haben dann eigentlich irgendwann einmal angefangen zu Gatschhupfen. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch die Kinis kennengelernt, die ganze großartige Familie. Und mit dem Klaus, die veranstalten ja auch so Events, so Wochentrainings. Und da sind wir mit denen da ein bisschen mal herumgefahren. Wenn ich jetzt immer von wir rede, dann habe ich immer, weil ich bei Rallye natürlich immer an Paris-Dakar denke, immer sofort meinen Bruder Tobias, Bruder Nummer 2 im Kopf, deswegen rede ich von wir. So ist es eigentlich losgegangen, dass man da so ein bisschen einen Geschmack gekriegt haben auf das Ganze. Und da auch eine große Fantasie von uns war, weil wir vier Brüder ein Haufen sind, die sich so ganz fest lieben und so gern haben und auch Abenteuer gemeinsam so gern bestreiten, war auch immer ein großes Ziel, eine Weltreise zu machen. Jetzt ist aber die Welt immer depperter geworden, man kann immer weniger irgendwo hinfahren und so ist dann letztendlich das erste Ziel oder so sind wir auf dieses Ding gekommen, auch einen Jugendtraum zu verwirklichen mit Paris-Dakar. Und als dann diese Idee geboren wurde und dann immer konkreter wurde und irgendwann einmal wir dann einfach gesagt haben, es ist vollkommen wurscht, ob wir jetzt Sponsoren auftreiben oder nicht, sondern ich fahre jetzt einfach, Punkt, aus. Dann ist alles andere von allein gekommen, wie so oft im Leben, wenn man zuerst die Entscheidung trifft und sagt, und jetzt legt es mir alle am Arsch, ich mach's einfach. Immer guter Tipp für die jungen Kollegen. Einfach ist auch zu tun. Ja. Und dann geht ein bisschen was oft von allein. Wie war das körperliche Training für dich? Du musst ja als Schauspieler auch fit sein, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Das körperliche Training ist ein allgemeines Fitnesstraining gewesen. Das manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv, aber schon jeden Tag. Einfach entweder ein bisschen Joggen oder ein bisschen Kraftraum. So, und dann kommt natürlich die Technik einfach hinzu, mit dem Motorrad ja auch umzugehen. Das ist es ja auch. Konzentration ist natürlich, war unser Beruf, ist schon ein großer Vorteil, das muss ich auch sagen. Also, weil wir ja da gemerkt haben, dass wir mit Nervenkitzel oder mit Coolness oder also am Punkt zu sein und auch konzentriert am Punkt zu sein, das ist unser tagtägliches Brot. Ja, das merkst du, das merkst du. Also daran, wo viele Sportler quasi ihre Probleme haben mit der Mentalsituation, ja, dass sie nervös werden oder was tue ich, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich rausfalle oder Ding und hin und her und ich enttäusche meinen Sponsor oder irgend so etwas. Das ist alles, das ist für uns alles lächerlich. Weil das üben wir jeden Tag auf der Bühne, jeden Tag auf einem Drehtag, musst du da sein. Das ist ein Riesenvorteil gewesen. Ja. Das ist wirklich ein großer Vorteil gewesen. Und das andere, das haben wir uns lernen müssen. Aber das war letztendlich auch der Grund, warum es uns so weit vorgespult hat. Tobias war leider nur Zehnter, aber ist ja auch unter den Top 10. Nein, das ist doch alles schön. Und natürlich muss man auch etwas dazu sagen, das Ganze ist ein Projekt, es ist abgeschlossen und es ist ein Hobby. Also ich würde mich nie vergleichen wollen, auch mit den zukünftigen, mit euren zukünftigen
Menschen und egal was für Sport es ist und wenn es Weltmeisterschaft in Mau Mau ist, also sobald es um Weltmeisterschaften geht, sobald es wirklich in diese Kategorie geht, ist ein Riesenunterschied zwischen dieser Animateurliga und zwischen wirklich Profis sein. Mhm. Du hast gerade gesagt, Leistung auf den Punkt zu bringen ist für dich tägliches Brot. Zweifelst du überhaupt jemals an dir? Na, wie jeder Mensch, jeder anständige, normale, gesunde Mensch, der auch ein gewisses Herz und Verstand hat, zweifelst du jeden Tag an dir. Du musst auch an dir zweifeln. Das ist ja ganz was Wichtiges. Es ist ja aber auch, es muss aber dir auch klar sein. Das ist wie, wenn man sagt, man hat Angst. Es ist ja lächerlich, wenn irgendjemand sagt, er hat keine Angst. Dann hat er entweder kein Hirn oder hat kein Herz. Das ist, es geht nur. Es ist ganz logisch. Das kann nur so gehen. Es geht ja nur immer mit dem umzugehen. Um das geht's, um nichts anderes. Die Gefühle haben wir alle dieselben. Da ist überhaupt kein Unterschied. Es ist auch kein Unterschied zwischen einem 5-Jährigen und einem 70-Jährigen. Das ist immer das Gleiche. Immer. Wie ich damit umgehe, ist was anderes. Das ist es. Wie ich damit umgehe. Zweifeln, Selbstzweifel, Depression, das alle, haben wir alle. Und wenn einer sagt, er hat's nicht, dann ist er ein Schmähfu oder eben ein Steppert. Das kann auch sein. Auch hilfreich. Aber wenn man jetzt nicht so deppert ist, dann hat man das. Dann hat man das. Und es geht nur darum, um damit umzugehen. Ja. Das ist es. Wenn du jetzt zum Beispiel im Theater auf ein schwieriges Stück probst und dir nicht sicher bist, ob du das so rüberbringst, wie du es gerne möchtest. Wie kämpfst du gegen deinen inneren Zweifel? Oder was setzt du dem entgegen? Mit Hass. Ich kämpfe mit sehr viel Hass dagegen. Nein, ich probiere... Es hilft, es ist immer unterschiedlich. So, man muss immer sagen, es ist ja immer unterschiedlich. Manchmal musst du, und das meine ich mit Lebenserfahrung, manchmal musst du locker lassen. Du musst einfach sagen, so, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück und du nicht verkrampfen. Und manchmal musst du aber auch fleißiger sein. Und das nenne ich unter Lebens quasi. Erfahrung zu wissen, wann du was machen musst. Ja. Und das ist das Problem bei den Jungen, was sie oder oft haben. Zumindest zu merken, wenn es die falsche Richtung ist. Das ist ja das, was man dem Jungen auch mitgeben kann. Wenn du merkst, okay, ich gebe jetzt viel Fleiß rein und es wird trotzdem nicht weiter, sagen, okay, ich probiere es auf eine andere Art und Weise. Ja, und die Coolness muss man haben, beziehungsweise weil natürlich immer ein Sportler ja... Der Ehrgeiz des Sportlers ist ja manchmal auch sein Handicap. Mhm. Aber ohne den kommt er gar nicht dahin, wo er will. Aber unter dem kommst du nicht dahin. Also ein guter Freund von uns, der Gerhard Außerlechner, ja der Kraft- und Konditionstrainer von dem ganzen Mario Matt, Benny Reich, Weltmeister, Olympiasieger und mit dem ich auch immer trainieren durfte, auch körperlich eben immer auf meine Ziele, egal ob ich jetzt ein Boxerspiel oder eine Rallye mache. Der sagt, dass bei ganz, ganz vielen Sportlern, der bekommt sehr viele Sportler, die einmal sich verletzen, wo dann Verbände und alle irgendwie sagen, das ist ja, mach eine Lehre, tu was anderes. Und die dann irgendwie sagen, nein, sie würden trotzdem es gern noch einmal versuchen, die kriegt er. Und da erzählt er ganz oft, dass er einen einfachen Trick macht, er lässt ihnen mehr Pausen. Er überredet sie und arbeitet daran, dass er sagt, weniger trainieren, mehr Spaß haben. Und das verstehe ich sehr gut. Man wird irgendwann einmal so, man wird klein und eng. Und wenn etwas klein und eng ist, ist es nie gut, nie gut. Weite, Variabilität, Freude. Ja. Immer. Ich glaube, das ist das Einzige, wie man wirklich Ziele letztendlich erreicht. Und auch erreicht, dass sie einen Spaß machen. Es muss ja auch darum gehen, dass etwas auch Spaß macht. Das ist ja auch etwas. Also wir leben ja. Es hat ja keinen Sinn, wenn du ein Ziel erreichst und du kannst dich aber nicht mal mehr darüber freuen. Ich kenne von einer bekannten Skifahrerin, war das wirklich, die hat die ganze Zeit gewonnen. Und beim irgendwie 10. Sieg hintereinander war es nur noch so, dass sie irgendwie auf dem Stöckel gestanden ist. Ja!
Und dann ist sie trainieren gegangen für den nächsten Tag, weil sie ist überhaupt gar nicht mehr sich die Zeit genommen zu freuen. Und das ist, geht auch die Spirale irgendwann einmal, geht es woanders hin. Das ist nicht gut, das ist nicht unsere Lebensaufgabe, sich nicht zu freuen. Das stimmt nicht. Und bei den Ausdauersportlern, wenn man sie sieht, wenn sie nachher so ganz dünn, verkrampft, das ist schrecklich, schrecklich. Mein Freund, das war so fettel. Und dann ist er, und dann hat er einen Wahnsinnigen gekriegt und dann fängt er an so Touren gehen und Radl fahren. Und dann ist er so fanatisch geworden, dass er auf die Seegruben raufgegangen ist und dann bei uns alle müssen in der Sonne gesetzt und haben es nicht gehabt und unser Bier getrunken und fein. Und er ist mittlerweile dann nur noch bei uns vorbei, zack, mit der Gondel runter und wieder raufgegangen. Das ist, aber er hat alles verloren, er hat das Leben verloren. Und das darf nie sein, das darf nie sein. Du hast vorher gerade angesprochen, ein Boxer zu spielen und ein Sportler zu sein. Was ist für dich, du hast beides erlebt, der grundlegende Unterschied? Der grundlegende Unterschied ist beim, das ist nicht in der Vorbereitung, sondern es ist in der Konsequenz. Der Sport ist lebensgefährlich, Punkt. Wenn ich, solange ich spiele, ist es nicht lebensgefährlich. Das ist der Unterschied. Die Vorbereitung ist dieselbe. Ich habe als Boxer, wenn du nackert auf der Bühne stehst, dann kannst du nicht als Halbfettel Boxweltmeister oder darstellen. Es geht sich nicht aus. Leider. Wäre schön, aber es geht halt nicht. Es funktioniert nicht. Ja? Das heißt, du musst so weit, so fit sein, oder du bist dann irgendwie, und das ist auch, ich finde, wenn du einen Sportler spielst, ist es auch sehr gut, einfach diesen Sport sehr ernst zu nehmen, weil du dann automatisch in dieser Welt des Sportes dabei bist. Und wenn du wirklich die Rallye fährst, und es ist nun mal so, dass du jeden Tag einmal dem Teufel von der Schaufel springst. Das ist nun mal so. Und das musst du einfach auch wissen. Und manchmal ist es Glück, manchmal ist es Können und manchmal ist es Schicksal, wie auch immer. Es ist so. Aber es erwischt natürlich, es kann ich jeden Tag kannst du dich erwischen. Und das muss da klar sein. An welchem Moment von der Rallye erinnerst du dich am liebsten zurück und an welchem am öftesten? Da gibt es nicht den Moment, da gibt es wirklich, das ist situationsabhängig. Es gibt hunderte, tausende Eindrücke, Geschichten, die ich erzählen kann. Es hat immer was mit einer Verfassung zu tun und mit was für ein Bild. Es reicht von Schönheiten, als ich nach... Wir hatten, also mein Bruder und ich, wir waren lang getrennt. Die ersten 8 Tage, 9 Tage waren wir eigentlich getrennt. Wir wollten ursprünglich die Rallye gemeinsam fahren, aber es hat uns so auseinander gespult, dass er so weit hinten war und hat erst langsam aufgeholt und ich bin immer schlechter geworden zum Ende hin, dass wir dann erst die letzten Tage gemeinsam gefahren sind. Aber in diesem Mauretanien, in diesem Schwarz-Weiß-Land, weil es echt ein hartes Land war, gab es zum Beispiel einen Eindruck, wo wir da so fahren und wir kommen irgendwann einmal runter in Sandal und plötzlich, nachdem du 200 Kilometer im Sand gefahren bist, kommst du runter in ein Tal und da blüht alles und riesige Palmen und Grün und ein Typ auf einem Kamel, so groß wie der Raum, sitzt da oben und reitet bei uns so vorbei und du bist einfach dann in so einem Schönheitsfleisch, so einem Tuareg, so richtig mit einem blauen Gewand, ein König, keine Ahnung, was das war. Und es war aber keine Erscheinung, weil wir beide es gesehen haben. Aber diese Erlebnisse oder wie man am Strand entlang fährt an einer Küste, 300 Kilometer und du siehst das Meer und du fährst, da ist die Klippe und du fährst auch entlang. Das sind Schönheiten, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich.
Aber auch natürlich, das sind so emotionale Schönheitssachen. Ich meine, sportliche oder harte Sachen war die erste nach der ersten Etappe. Ich hab's voll versemmelt, die erste Etappe. Ich bin keine Ahnung, 11 Uhr auf Nacht nach Hause gekommen oder nach Hause, in ein Zelt gekommen. Ich habe natürlich die Wüste selbstverständlich unterschätzt, dass das wie ein Lichtschalter funktioniert. Und wenn du das Licht ausschaltet, ist es einfach, also wenn die Sonne untergeht, ist es einfach wahnsinnig kalt. Und wir hatten minus 4 Grad, ich habe gefroren. Und die Wasserflaschen ist mir eingefroren und ich bin in dem Zelt nur drin gewesen. Ich habe kein Auge zugemacht und bin 3 in der Früh wieder aufgestanden, dann haben die Sachen angezogen und musste aufs Motorrad rauf und dann geht es los. Und ich bin mein Leben gefahren. Ich bin mein Leben gefahren. Und ich war in einem Rausch, in einem Rauschzustand und bin vom vorletzten Platz in einer Etappe vorgefahren bis auf, glaube ich, den 27. Ich bin gefahren und ich habe niemanden, eben in Tobias, bam, habe ich überholt. Ich habe alle, ich habe in Klaus, ich hab Profis überholt. Ich bin mein Leben gefahren. Auch schrecklich, ich habe einer hat einen Unfall gehabt neben mir vom Quad. Ich bin nicht stehen geblieben, nee, wenn mich überhaupt gar nicht denkt. Die anderen sind stehen geblieben und gesagt, ja, ich muss weiter. Ich habe ums Überleben gekämpft. Und das war dann, und es hat sich ausgezahlt, kann man nicht sagen. Aber es ist sich ausgegangen und ich habe es geschafft. Aber an dem Tag wäre mir auch der Tod wurscht gewesen. Es war mir vollkommen egal. Ich bin einfach volle gefahren, volle. War toll. Aber das sind alles so Sachen, die kannst du jetzt nicht einordnen. Da kannst du jetzt sagen, das ist ja auch schrecklich, ja? Wenn du an jemand, der einen Unfall hat und du fährst einfach weiter. Kannst du ja im Leben normalerweise, würdest du das nie machen, ich schwör's, ja. Aber das ist im Rausch ist es so. Und diese Erlebnisse, diese Extremsituationen, die man hat, das ist schon etwas, was an. Boah, also das ist schon gigantisch. Also auch wenn man sich so selber hinterfragt, natürlich immer, das hat jetzt auch wieder was mit dem Beruf zu tun, dass man Erlebnisse natürlich speichert, Gefühle speichert und denkt, wie bist denn du drauf? Ja, was machst denn du da? Oder in der vorletzten Etappe bin ich so, was so ein Idiotending, das war so ein Idiotenfehler. So eine Düne und das geht immer so hin. Und du fährst so und du lässt dich da gleiten. Und Idiotenfehler, du verlässt dich nach dem fünften Rhythmus, verlässt dich drauf, nur die fünfte geht so. Und dann hat es mich da reingesammelt, ich bin da irgendwie echt 4 Meter runter und dann habe ich mir 2 Rippen gebrochen. Und dann weißt du, jetzt ist es aber 700 Kilometer vor Schluss. Das ist einfach gigantisch, was der Körper leistet, was der Geist leistet. Wenn ich dir jetzt 2 Rippen breche, nachher stehst du nicht einmal da auf und bei jedem Huster und Lacher weinst du und kannst nicht mehr und sagst, so, danke, Arzt, bitte kommen. Und der Körper ist so voller Adrenalin, dass der eine Rallye, dass du die ganze Zeit so und du schreist und du bist in dem Rausch drinnen und du schaffst einfach die 700 Kilometer nach. Und das ist der Wahnsinn. Und es ist sich ausgegangen bis zum Ziel. Und dann haben wir die Flaschen aufgemacht und danach und nächsten Tag haben wir noch gefeiert und nächsten Tag in der Früh bin ich einfach nur da gewesen und habe nur noch geschrien, Folterin! Und es ist alles zusammengebrochen. Und das war und dann hatte ich nur Schmerzen. Aber bis dahin ist schon toll, oder? Ist doch wahnsinnig, was der Körper, was Geist, was der Mensch wird zum Viech. Das ist echt, das ist Viech. Das sage ich immer an der Wüste.
Die Wüste ist so, das ist ein Ort, da kann nichts leben. Nichts, das gibt's gar nicht, das was leben kann. Und deswegen sind alle Sinne, die du hast, du siehst besser, du hörst besser, du riechst besser, du bist stärker, du bist viel stärker, du bist in allem stärker, weil der ganze Körper, weil alles merkt, jetzt muss ich echt da sein, weil da hilft dir niemand. Da hilft dir einfach niemand, da geht's um die. Aus, Leben, Tod, aus, gibt's nicht. Und du fängst wirklich so an, wie so ein Urmensch, fängst dann so. Ist cool, ist echt cool. Das heißt, du würdest es wieder machen? Nein. Nein, das heißt, dass ich es nicht mehr machen will. Nein, das ist sicher der Unterschied, deswegen bin ich ja kein Sportler. Ja. Letztendlich. Weil es für mich ein oder Spitzensportler oder Berufssportler, genau das, weil ich weder den Ehrgeiz habe, Erster zu sein, ist mir eigentlich vollkommen Plunzen. Ich bin Siebter geworden. es geht bei mir immer um das Spiel. Wahrscheinlich deswegen Schauspieler. Ich finde das so schön. Ich mag das Spiel ernst nehmen, egal eben, ob es Mensch ärgere dich ist, Mau Mau oder eine Rallye. Ich mag es ernst nehmen. Man bereitet sich darauf vor, aber es geht mir um das Spiel und nicht um den Platz. Und es geht mir auch nicht darum, es sich noch einmal zu beweisen und noch einmal zu beweisen und noch einmal. Und das ist der Unterschied zwischen einem Spitzensportler und einem Kasperl. Wir sitzen jetzt ja hier wegen dem Projekt My Sport, My Story, in dem junge Sportler eine mediale Präsentationsplattform bekommen. Warum findest du das Projekt gut? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es ist mittlerweile einfach so, dass die Welt funktioniert und es ist egal, ganz egal, in was für einem Bereich mittlerweile. Es ist ja so, dass die Obersten, 3, 4, 5, die verdienen jetzt, jetzt geht es nur einfach mal, machen wir mal nur ums Geld. Dann verdient der Weltmeister, der Vize-Weltmeister und der Dritte. Der verdient Millionen. Mit Recht. Absolut alles mit Recht. Nur, das System ist ein bisschen komisch, weil der Vierte, Fünfte, Sechste nichts mehr verdient. Und der Zehnte, Elfte, Zwölfte, der muss immer dafür zahlen, dass er überhaupt das Ganze, die ganze Leidenschaft machen kann. Und es ist für die Entwicklung, für einen jungen Menschen teilweise unmöglich, in diese oberen Kategorien hineinzukommen. Und deswegen finde ich Plattformen wie diese wichtig, extrem wichtig, weil es die jungen Menschen fördert und weil sie schützt. Und weil du auch medial nur noch in diesen Bereichen, wie in Österreich ist es halt der Skisport und sonst ist es der Fußball, aber es gibt so viele schöne andere Sportarten und so viele wichtige und großartige und tolle und leidenschaftliche. Und es geht ja auch um Mannschaftssporten, Einzel, es ist alles, es gibt so schöne Sachen. Und die haben null Chance mehr, null. Und ich glaube, dass das wegen genau eure Sache da ein ganz wichtiges Forum ist. Dass da einfach etwas Breites entsteht und durch diesen Austausch und durch dieses Miteinander einfach auch etwas entstehen kann und auch jungen Menschen Chancen gibt. Gerade wenn sie in diesem Bereich bin, möchte ich wirklich Profi werden. Wirklich, wirklich, wirklich. Dann ist das, glaube ich, eine gute Plattform. Warum findest du, ist mediale, also auch sich selbst zu präsentieren heutzutage so wichtig? Puh, das ist, finde ich ja. Du lebst ja davon. Ja, aber ich tue mich nicht selbst präsentieren.
Nein, das ist ja bei uns ist es was anderes, weil ja mein Beruf besteht ja darin, dass ich ja präsentiert werde. Also ich mache einen Fernsehfilm und es wird der Fernsehfilm gezeigt. Ich mache ein Theaterstück und es wird über das Theater berichtet. Ja? Für mich ist genau eher das etwas, was ich so oft wie möglich vermeide. Ich bin ja dann nur in den Medien, wenn ich etwas promote. Ein Stück von mir, ein Film oder so etwas. Deswegen, ich möchte mich, und ich finde, bei uns ist das ganz anders, ein Schauspieler lebt ganz extrem auch von einem gewissen Geheimnis. Alle Menschen, die ganze Zeit in den Medien sind, das ist dann irgendwann einmal diese Lugner-City-Partie oder so etwas, wie ich das so nenne. Das ist nichts. Für einen Sportler ist das was anderes. Ganz was anderes. Für einen Sportler, der muss aufmerksam erzeugen, auch für seinen Sport und für seine Taten. Das ist eben ein ganz, ganz schwieriger Weg, weil es teilweise dann ins Lächerliche oft so abschlittern kann. Und das ist ganz, ganz ein schwieriger Weg, den ich ganz, ganz, den auch nicht viele können. Und deswegen finde ich wiederum das wichtig, dass es so eine Plattform gibt, die ihnen da auch so Hilfestellungen geben. Weil es ist immer schwierig zu sagen, ja, sei wie du bist. Naja, wenn ich die Kamera zum ersten Mal sehe und die sagt, sei wie du bist, so bin ich. Das ist ja, das ist schwer. Das ist echt schwer, ja. Also, und vor allem, es kann ja auch sei wie du bist so wie du bist, hast aber einfach auch wenig zum Sagen. Weil es interessiert dich nur der Sport. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Lebenserfahrungen gemacht. Das kann ja auch sein. Oft kommt es ja erst, wirst du ja auch erst hinterher interessant, eine Persönlichkeit. Ist ja auch so. Was würdest du denn dem jungen Sportler mitgeben, dass er eben nicht das erste Mal vor der Kamera steht und dann nicht weiß, was er sagen soll? Wie kann er sich leichter machen? Oh, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Also ich gehe immer an Situationen im Leben, wenn so was ein Neuland daherkommt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder du bist top vorbereitet oder du scheißt da nichts und du musst improvisieren. So. Ich finde das Risiko von beides kann in die Hosen gehen. Also es ist wurscht. Aber der Zwischenweg geht immer in die Hosen. Das ist immer. Also entweder, wenn ich sage, ich möchte bei Interviews gut rüberkommen oder ich möchte das irgendwie beherrschen, dann gibt es eben, da musst du entweder üben mit Kameras, du musst einfach üben, trainieren, stellst dir Interviews vor, du musst dir Fragen stellen, kannst mit an jeden machen, kannst mit deinem Freund machen, irgendwie, dass du einfach das übst. Licht üben, wo ist Kamera, da darf ich nicht reinschauen. Ah ja, so schaue ich besser aus, wenn ich da ein bisschen das Licht von da habe, da mache ich so. Jetzt wirklich aber interessant, Grüße. Ah scheiße, da wird doppelt kennen, dann machen wir so, dann gehen wir sofort ein bisschen weiter vor. So, wenn du das alles so ein bisschen, das ist natürlich jetzt für uns alles ganz leicht, weil wir das alles, unser tagtägliches Brot ist und wir das üben und können. Für den Sportler ist das schwer. Oder du tust eben so wie der Hermann Mayer, jetzt haben wir das gutes Beispiel, du scheißt einfach nichts und redest so, wie es dir taugt. Ja, das kann auch sein. Aber es gibt keine Regel, es gibt keine Norm. Sonst würde es ja immer jeder machen. Und dann wäre es ja langweilig. Warst du bei deinem ersten Mal vor der Kamera nervös? Ja, sicher. Sicher, man hat immer eine gewisse angespannte Funktion. Beziehungsweise ist es so, dass ich finde ja, dass vor einer Kamera zu sein, also beim Training ist es ja wieder was anderes, weil es ja ein Spiel ist und es ist ja kein Interview, wo man privat ist. Ist es ja so, dass man eben auch vorbereitet. Eben wieder genau dasselbe. Entweder vorbereitet oder du lässt dich drauf ein und du improvisierst, ja, und sagst irgendwie, was ist neu. Ich finde, bei unserem Beruf ist es ja so, du brauchst einfach 50, 60, 70 Drehtage und das ist vollkommen wurscht wert, das brauchst du und dann kapierst du die Regeln. Dann verstehst du es. Dann kannst du auch frei spielen. Das Problem ist ja, dass ja du normalerweise kann ich frei spielen, nur du hast so technische
Anweisungen. So, du musst eben so da sitzen, musst so, und dann musst du ganz laut, weil im Hintergrund ein Zug vorbeifährt, musst du aber ein intimes Wort, ich liebe dich, sagen. Ich liebe dich! Und es soll aber intim klingen, aber es muss laut sein, technisch. Und so, also das sind einfach technische Sachen, die du einfach zusammenkriegen musst und die gegen das Gefühl gehen. Und da brauchst du einfach eine Erfahrung von 60, 70 Drehtagen, nachher kann es ja jeder. Aber auch am jungen Sportler einfach üben, selber ausprobieren. Ja, entweder ist eine coole Nuss und es ist ihm eh wurscht und er soll drauf losquatschen, was er will. Ja, sicher, selbstverständlich. Es ist, oder er soll üben, ja. Aber es ist, die Zeiten haben sich insofern auch geändert, das muss man auch sagen. Dieses ganze Social Media Sachen sind natürlich Fluch und Segen. Segen, weil du einfach eine große breite Plattform bekommst, aber natürlich auch, das ist auch der Fluch, dass du alles, was du einmal machst, bleibt ewig, ewig in diesem scheiß Netz drinnen. Ewig. Früher, wenn ich Interviews gemacht habe für irgendeine Zeitung, das war mir doch vollkommen wurscht. Jedes Foto war mir vollkommen wurscht. Das war eine Woche drinnen, irgendwo in News. Und dann hast du total versoffen gerade ausgeschaut und hast irgendwie irgendeinen Scheiß geredet. Ja, dann war das, hast die Wochen hast du halt überstehen müssen und dann war es erledigt. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil jedes Interview, jedes Bild, du einfach die nächsten 100 Jahre bicken hast. Das, ich bin da, muss ich sagen, zum Glück eben kein Frischling mehr und es ist mir auch relativ wurscht, weil ich habe ja, einen Vorteil muss es ja im Alter haben und wenn man einen gewissen Stand erreicht hat, dass man sich darüber keine Sorgen mehr machen muss, sondern das ist halt so. So, jetzt das genieße ich auch und da bin ich auch froh darüber. Aber als Junger, schwer. Aber einen jungen, ganz tollen Kollegen, der ist schwul. So ganz blöd, ja, total banal und geschissen. Sind dann so die Überlegungen, weil ich ihm gesagt habe, nein, du musst jetzt, also ich finde dieses Outing einfach irgendwie, das ist irgendwie ein Schatz. Es interessiert ja eh niemanden mehr, das Thema, eigentlich richtig. Aber sobald du es outest, weiß ich genau, du kriegst nur eine bestimmte Art von Rollen. Und es ist für die Entwicklung nicht gut. Es ist für die Entwicklung zum Spielen nicht gut, weil du lebst davon, dass du als Junge, dass du als Schauspieler viel spielst. Viel und viel verschiedene Sachen, bis sich das Ganze mal zusammen. Wenn dann mit 50, 60 die Autos, das ist vollkommen wurscht. Und der findet das aber dann verlogen. Ich sage, ja, ich verstehe die. Und es braucht's auch nicht, aber ich denke nur für die Entwicklung. Aber das ist so ein Beispiel. Das ist so ein Beispiel jetzt für unseren Beruf, das wird bei den Sportlern. Wird das Thema nicht so das große Thema sein. Aber es ist so, aber nur um zu verstehen, was ich meine. Es ist schwierig oft so Entscheidungen zu treffen. Was lasse ich raus, was lasse ich nicht raus? Was für ein Bild will ich erzeugen? Kann ich erzeugen? Ist schwierig. Also man muss da immer, ich glaube, da muss jeder selber für sich selber, muss sich auch diese Zeit nehmen. Also wenn ich Profi werden will, so, vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen. Wenn ich Sportler bin und ich möchte Profi werden in meinem Beruf, gehört das zum Profisein dazu, dass man sich zumindest kurz Gedanken darüber macht, wie werde ich medial mich präsentieren, wie kann ich es, wie gehe ich damit um. Worin siehst du den größten Vorteil von My Sport, My Story für einen jungen Sportler? Ja, das ist schon diese Plattform. Also ich finde, den Vorteil von My Sport, My Story ist, dass es eine große Plattform ist. Das ist es. Und sagen wir mehr, ist es einfacher.
Und dann ist bestimmt einfach ein Austausch findet statt. Und es gibt eben dann nicht nur ein, zwei, mit denen ich rede, sondern es gibt verschiedene Meinungen und es gibt immer verschiedene, es ist einfach ein Austausch. Und Austausch ist immer was Gutes und was Gesundes. Das kannst, das ist so. Und das ist ja eine, und das ist ja quasi wie ein Begleitservice. Ja, das ist es. Und das ist ja auch gut so. Und es ist schön, wenn einen jemand begleitet. Das ist gut, das ist wichtig. Das ist wie, es ist wichtig, so etwas wie ein Trainer, wie Mentoren zu haben, die beobachten, die man vertrauen kann. Es ist ja immer von dem nächsten Schritt, den du machst, und es ist wurscht, in was für eine, auch wieder fürs Leben, im Sport. Immer wenn du einen nächsten Schritt machst, bist du verunsichert. Da kommen eben, wird es gelingen, geht es? Und da ist es fein, wenn du jemanden hast, der einfach, der so gegenüber, das passt, das geht sich aus. Es ist, wenn ich fahren bin also wenn der Heinz, unser Heinz Kindergartner, mein Teamchef und Trainer, und da war ein Hang und ich denke mir, das kriege ich nie zusammen, das kann nicht funktionieren, das ist der Horror, das ist, da haut es mir jetzt einfach 10-mal auf die Goschen und es wird wahnsinnig wehtun. Und dann ist es super und wenn er dann einfach sagt irgendwie, na das geht, das ist und zwar nichts scheißen und mit dem dritten Gang Vollgas. Und du sagst, ma, okay. Okay, und dann fährst du halt nicht mit dem zweiten und mit dem vierten halb, sondern fährst mit dem dritten Vollgas und du machst genau das. Und das gelingt. Bumsti, und das geht. Es geht sich aus und du schaffst das Ganze. Ist das gut? Ist das einfach gut? Und du hast einfach, du brauchst Menschen, die eben mehr Erfahrung und Lebenserfahrung haben und auch Freude daran haben, sie zu teilen. Das ist auch etwas. Das ist etwas, das ist ja das Schöne bei so jemand wie Heinz Kini, Gartner und älteren Kollegen. Es gibt einfach auch welche, die das gerne teilen, die einfach dann sagen, passt auf, jetzt habe ich 50 Jahre meinen Beruf gemacht, es ist Zeit für die Jungen, es ist Zeit für die Neuen, gebt ihnen ein bisschen was, gebt ihnen ein bisschen ein Forum, gebt ihnen eben etwas. Das ist wichtig. Es sind so viele alte Säcke oft irgendwie oben und die lassen die Jungen auch nicht ran und es wird einfach Zeit, dass auch die Jungen kommen und man muss junge Menschen fördern. Es ist send the elevator back. Das ist immer so das Ding, wenn du oben bist, nachher, was ist die Aufgabe? Nicht da oben Ding und allein heroben stehen. Nein, du musst runter und die Nächsten mit raufnehmen. Das ist die Aufgabe. Kommt rauf, da oben ist super, wir haben die Sonne. Ja, das ist so, das ist ja lässig und das ist ja auch wichtig. Man muss mitnehmen, Menschen mitnehmen und das ist euer Forum, was ihr da geschaffen habt.